sind wir wieder. Hallo, ich frage mich die ganze Zeit, aus welchen Katalogen oder Zeitschriften die Bilder für die Charaktere rausgesucht haben, weil das sind alles auf gar keinen Fall die Gesichter von den Schauspielern, glaube ich. Ist auf jeden Fall mit der originalen Gameboy-Kamera auch aufgenommen worden. Mit der Gameboy-Kamera aufgenommen, mit dem Drucker ausgedruckt und dann nochmal mit der Gameboy-Kamera aufgenommen. Ah. Das ist auf jeden Fall David Hasselhoff. Das geht nicht anders. Ja, wie dem auch sei, Little John ist jetzt in unserer Bande und er hat uns eingeladen, mit ihm zu kommen und gegen die Schergen des Sheriffs zu kämpfen. Jetzt sind wir im Lager, tief im Wald von Sherwood verborgen. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft, übrigens bis dahin zu kommen. Ich glaube, diesen Kampf auf dem Baumstamm habe ich nie geschafft. Bam. Dabei war der doch so einfach. Ja. Jawoll! Jahrelange Gaming-Erfahrungen haben mich ahnen lassen, dass es da wohl eine Stelle gibt, an der man einfach über den See fliegen kann. Genau. Außerhalb der Bäume von Sherwood sind wir Geächtete. Aber hier sind wir Könige. Könige? Ja, Befestigung bauen auf jeden Fall. Oh nein, kommt jetzt so eine Art SimCity-Modus. Hier ist jemand, der nicht spricht. Oh, Marion oder was? Ich finde es übrigens super geil, wie das Spiel nach zwischen jedem Dialog für eine Sekunde in die Map springt. Stimmt. Ein widerlicher Baron hat meine Braut in... Das ist ein Mann? Ja, klar. Oh. Er will sie zwingen, ihn zu heiraten. Bitte, rette sie. Kann ich Nein sagen? Es ist keine leichte Aufgabe, in einer Kathedrale eine Trauung zu verhindern. Habt ihr Beweise dafür? Hier ist ein Video, in dem er seinen üblen Plan erklärt. Ich kann kein Deutsch. Er ist in der Kammer des Barons, oben in der Kathedrale, aber die ist schwer bewacht. Ich brauche keine Beweise. Was willst du von mir? Ich bin Robin Hood. Ja, ach so, guck mal, das ist das Geheimversteck. Man muss nämlich diagonal durch den Wald gehen, da kommt keiner drauf. Ja, also ich... Die unterhalten sich. Am besten bauen wir Baumhäuser. Die sind leichter zu verteidigen. Okay. Das sind richtige Strategen. Ja. Robin verlässt das Lager, um die Hochzeit des Barons. Und in diese Baumhäuser, da dürfen keine Mädchen rein. Oh nein. Ja, ich würde glaube ich nicht stehen bleiben. Ja, es ist doch wieder die gleiche Scheiße. Boah, er berührt mich, zieht mir 8 HP ab und ich habe keine Items bei mir. Ich hätte auf die Karte... Du hast noch ein bisschen Fleisch. Ich muss auf die Karte gucken. Du hast noch ein bisschen Fleisch. Ich habe Fleisch, ja. Oh fuck, ich muss nach rechts und dann ganz geradeaus nach unten, okay. So, dann versuche ich mal mein Glück. Nein! Ach, Glück gehabt. Oh, nach unten, den habe ich weniger Vorlauf, also ich kann weniger stimmt, erkennen, stimmt. Aber ist kein Problem für so einen Meister wie mich. Robin Hood, der tapferste Mann aller Zeiten. Fuck, was ist da so eine Art von... Das ist ein See. Sterbe. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast nur noch einen Kaffee. Boah, wenn ich jetzt weitermache und nicht bei den Pferderinnen bin, ne, ich krieg die Krätze. Nein, glaube ich nicht. Ah, guck mal. Ja, ich rette sie, ja, ist ja gut, mein Freund. Ich guck mal kurz hier nach. Auf die Karte, vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Ausgang. Nein. ein Viereck. So, dann versuche ich jetzt nochmal zu fliehen und den richtigen Weg zu finden. Anscheinend, weil jetzt halt diese Nachricht kommt, ne, habe ich das Gefühl, dass das vielleicht so eine Art, also dass man immer wieder in dieses Lager zurückkehrt und dann so Aufträge erfüllt. Ja, kann gut sein, ja. Also links, rechts und dann geradeaus runter, okay. Ich dachte jetzt übrigens fest. An dem Lager hat sich ja übrigens BioWare für Mass Effects Hub-Welt halt immer entschieden, inspirieren lassen halt, ne? Ja, hast wahrscheinlich recht. Und ich bin leider jetzt schon wieder halb tot. Ich muss eben ein Stück Fleisch zu mir nehmen, sonst war's das schon wieder. Ich müsste doch auch hier essen können, oder? Weiß ich nicht. Danke. Verfickte Scheiße. Ich hoffe mal, ich habe ein bisschen was... Oh, das war ein geiler Trank. Oder das hat doch beides einfach dir was gegeben. Kann gut sein. Schon hast du wieder fast 20. Boah, es ist doch einfach zum Kotzen. Was haben die sich hierbei gedacht? Ich mein's ernsthaft. Du kannst.
Ja, du kannst aber auch, du musst doch auch nicht die ganze Zeit nur avoiden, sondern kannst doch auch mal mit deinem. Ja, aber dann kommen die ja sofort nach. Und du, weil ich ja, weil es ja auch wirklich lange dauert und ich treffe ja auch nicht immer, dafür ist das ein bisschen zu clumsy, so, weißt du? Findest du das Spiel etwa nicht gut? Doch, es ist ein gutes Spiel. Verdammt nochmal. Aus dem Menü rauszukommen, schon mal in die Hölle. Oh, fuck. Das ist genau die Situation, vor der ich mich gefürchtet habe. Fuck, ich muss ja doch nur nach unten. Ja. Oh, komm schon. Ui. Da kommt noch einer, bestimmt. Der berüchtigte Zickzacklauf von Robin Hood. Oh ja. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt hier was, ein paar Items finde. Auf jeden Fall wird das schwer bewacht, Jan. Ja gut, aber ich habe keine Angst vor Wachen. Ich finde immer noch den Schattenwurf immer noch sehr, sehr gut gelungen hier. Für mich ist immer noch das Traurigste, dass ich keinen blöden Bogen habe. Im Bogen sah die Geschichte auch ganz anders aus, muss man sagen, weil ich da die Leute hier einfach abknallen konnte. Was liegt denn da? Du hast es auf jeden Fall aufgehoben. Ja, ich gehe mal einfach rein in die Kathedrale. Ihr braucht Einladungen. Ist das die gleiche alte Frau? Die hat auf jeden Fall das gleiche alte Frauengesicht. Ich weiß es nicht, aber ich laufe mal einfach mal ein bisschen rum. Ich meine, so rigoros scheint es mit den Einladungen ja auch nicht zu sehen. Ne? Vielleicht ist das auch gar nicht die Kathedrale und du findest hier Einladungen drin. Kann natürlich auch sein. Und sie hat uns einen Hinweis gegeben. Nee, das ist eine Kathedrale. Eine sehr große Kathedrale. Da sind die Sitzbänke. Ja, der Priester hier, der ist ein richtiger Star wahrscheinlich. Ja. Und von nah und fern kommen sie alle. Gehe ich fest von aus, ja. Wie man sieht, gibt es auch nicht so viel zum Umgucken. Ich schau mal kurz, ob ich jetzt gerade irgendwie... Du hast einen Stab da gehabt? Ja, einen Stab. Von Bruder Tuck, würde ich mal sagen. Von Little John wahrscheinlich. Ach, Little John ist dabei. Ja, ja, der hat sich mit der Bande angeschlossen. Stimmt. Ja, ich dachte, er wäre im Lager geblieben. Gucken wir mal, ob... Ich frage mich aber auch... Geile Animation. Mit der kann ich viel schneller schlagen. Jo, stimmt. Aber wahrscheinlich zieht er nicht so viel ab. Egal. Scheißegal. Ich frage mich auch, ob man vielleicht nicht irgendwie die Charaktere wechseln kann. Ja, wenn ich... Ich glaube, es ist wirklich nur relevant für die... Wo eigentlich? Ja, warum nicht, ne? Warum sollte man sonst alle ausrüsten können, ne? Ja, wegen dieser Obersichtkämpfe. Weiß ich nicht. Aber da ist das doch eigentlich ziemlich irrelevant. Gott, das ist oder? Die Hochzeit. Mache ich jetzt ein Duell? Weiß ich nicht. Diese Trauung darf nicht stattfinden. Diese Braut wurde vom Baron entführt und wird zu dieser Heirat gezwungen. Verschwindet ihr Narren, fahrt mit meiner Hochzeit fort. Hauen. Geht wohl nicht. Vielleicht brauche ich erst eine Einladung. Eine Schande. Hä? Wahrscheinlich muss ich diesen Brief finden, weißt du, von dem er erzählt hat. Ach so, ja, stimmt. Und ja. Den dann da vorzeigen. Als Beweis. Ja. Du musst dann aus der Kathedrale wahrscheinlich raus und in sein Schloss. Ja. Oder gibt's hier in der Kathedrale wohl... Also übrigens eine schöne Hochzeit, ohne Gäste. Hier ist wirklich niemand geladen. Niemand. Ist ja auch eine private Hochzeit. Ja gut. Ich hoffe, dass ich jetzt hier wieder den Ausgang erreiche und werde mal schauen... Oh, sie spricht mich wieder an. Ach so, sie sagt das Gleiche. Ist ja gut, du alte Hexe. Schauen wir mal auf die Karte hier. Vielleicht finden wir hier ein zweites Gebäude. Wenn das nicht wieder einfach nur ein Viereck ist. Ja. Schade, war ein Versuch wert, oder? Ja, bei den Gebäuden ist das ja anscheinend immer so. Aber hier wird es wahrscheinlich irgendwie was geben. Oh, ein Apfel. Unter dem offensichtlichen Apfelbaum, was anscheinend doch kein Stein ist. Ich dachte immer, es wären Steine. Deswegen verschwinden wir da auch. Ja. Aber die Sprites sind nicht ganz so sauber ausgekiet. Da ist noch was unter dem Baum versteckt. Noch ein Apfel. Ja, dann da hat sich doch die lange Anfahrt hier gelohnt, oder? Durch die ganzen Wachen durch. Schön. Zwei Äpfel. Ja, tut mir leid, ich hab's nicht geschafft, Ehemann. War unmöglich. Der, ist du auch rechts schon komplett durchgegangen, ja, ne? Ja, dann gibt's ja wahrscheinlich einen Weg weiter links. Genau, ich geh jetzt erstmal nach hier und guck mal nach. Da liegen Pillen. Oh, Verbände. Achso, ja, stimmt, Verbände. Oh, komm schon, so.
Geh mal weiter nach oben in der Mitte. Muss ja wahrscheinlich wieder irgendwie den Weg links rausgehen oder so. Ja, er hat jetzt schon die Steuerkreuzfinger gewechselt. Es tut voll weh, die ganze Zeit die Steuerkreuztaste gedrückt zu halten. Ich bin alt geworden. Mit der rechten Hand zu steuern ist ungewöhnlich. Du musst auch nicht so feste drücken, Jan. Das reagiert auch, wenn du es nicht so ganz so feste machst. Ich versuch's ja, aber... Das hat meine Art zu spielen. Ich leg den Daumen halt nie ab. Tut mir leid, Herr. Ich habe leider nichts machen können. Aber hier sind drei Äpfel. Ja, ich. Vielleicht ist da innen drin doch ein zweites Gebäude oder in der Kathedrale selbst. Vielleicht muss ich den nochmal ansprechen. Ich denke, da ist noch ein Gebäude. Das ist ja auch wirklich eine kleine Schwachstelle am Spiel, dass man nie weiß, wo man aus dem Bild gehen kann. Ja, eine der wenigen Schwachstellen des Spiels. Ja, ich wäre fair sein, möchte die wenigen Schwachstellen auch aufzählen. Ja. Zu den Stärken des Spiels gehört sicherlich, dass man Äpfel finden kann. Wenn man schon eine 11 aus 10 gibt, ne, dann muss man ja auch wenigstens ein bisschen nitpicky sein. Ja. Ja, gucken wir doch nochmal hier im Inneren des Schlosses nach. Wenn man es schafft, an dem Turm vorbeizugehen, der eigentlich überall steht. Der Turm der geht anscheinend mal kurz wieder ein bisschen runter und dann wieder hoch. Nee, hier ist kein weiterer Eingang. Ich denke, es ist in der Kathedrale. In der Kathedrale. Vielleicht hat der Typ hat doch gesagt... Vielleicht gab es auch im Wald noch einen zweiten Ausgang. Nee, da gab es nur zwei Ausgänge. Doch, ich habe auf die Karte geguckt. Das ist ein Wunschdenken. Tja. Ich denke jetzt, dass das Treppen sind. Oh. Ja, die Stühle, ne? Da. Huch. Ha. Ja, schwer bewacht. Ja, und du bist gleich tot. Oh Gott, Pfeil. Nein! Warum? Oh, du musst da wieder durch. Großartig. Großartig ist das. Also mein Ziel ist es jetzt, mich durch dieses blöde Lager, also mich durch diese Waldpassage jetzt... Ich habe nichts gesagt, jetzt muss mich nur ein einziger berühren, aber ich muss da durchkommen. Fuck it. Wollt ihr mich verarschen? Ach, komm schon, nur noch an diesem See vorbei. Und dann? Und dann nochmal. Du kannst dich ja nicht mehr wirklich heilen, dann bist du in der Kathedrale dann auch am Arsch. Nein, ich hab doch noch die Sachen dabei zum Fressen, diesen Trank. Kannst du das da auch geben? Nee, du nicht. Nur Blätter. Ha! Perfekt, Jan. Er ist ein Meister. Ja, die Frage ist, also ich habe mit dem Stab, als ich den einen gerade getroffen habe, war der doch ziemlich schnell weg, oder? Nee. Den ersten. Du hast doch die beiden gerade nicht mal... Ja, ich habe den nicht getroffen, weil ich ja wieder falsch platziert war. Sicher? Naja, weil der eine war doch schnell weg. Nee. Aber ich behalte das Schwert jetzt, glaube ich. Also ich fand das Schwert, glaube ich, schon besser. Ja. So, jetzt dringe ich da nochmal ein. Aber du bist der Robin Hood-Experte, deswegen kann man... Ja, vielleicht habe ich mich auch nur geirrt. Oh, meine Güte, ey. So, ich sammle es trotzdem nochmal ein. Lauf an der Schrille vorbei, ist mir egal, was sie erzählt. Aber bevor ich jetzt hochgehe, heile ich mich. Das ist. Und dann wollen wir doch mal gucken, was hier passiert. Siehst du, das Fleischstück, was Duncan gerade gegessen hat, war nicht für mich. Die Frage stellt sich auch hier wieder, kommen immer wieder neue, oder? Also gerade eben waren ja zwei auf einmal da, deswegen irgendwas wurde da wahrscheinlich schon anders programmiert. Oh, Glück gehabt. Gibt's hier eine Karte? Wollte ich gerade sagen, guck mal auf die Karte. Wahrscheinlich geht's nun in einen Büroraum, ja. Okay, in einem dieser Räume muss das Ding versteckt sein. Und in welchem Raum, das sehen wir in der nächsten Folge. Spannend. Bis dann. Danke fürs Zugucken.